Willkommen zum Modul DHCP Installation und Konfiguration. DHCP, das Dynamic Host Configuration Protocol, endlich mal ein Protokoll, das macht, wie es heißt, und zwar dynamische Host-Konfiguration, und dafür braucht es dieses Protokoll. Gut, schauen wir uns mal die Themenübersicht an. Wir werden uns als erstes be damit befassen, wie DHCP in einem Netzwerk überhaupt funktioniert. Werden uns anschließend die Installation und Autorisierung des DHCP-Dienstes genauer ansehen. Gehen dann zum Erstellen eines Bereichs, eines sogenannten Scopes. Schauen uns dann an, wie wir Bereiche miteinander gruppieren können, um was es überhaupt genau bringt. Sehen uns an, wie IP-Adressen reserviert werden können aufgrund der MAC-Adresse. Schauen uns die Klassenoptionen an, die wir setzen können. Schauen uns die Funktion an von DHCP in einer gerouteten Umgebung, wie das also aussieht, wenn wir mehr als ein Netzwerk haben, also sprich Router dazwischen haben, mehrere Subnets. Schauen uns die Fehlertoleranzmöglichkeiten an, welche für DHCP möglich sind, mögliche Szenarien. Multicast-Bereiche, wie wir diese erstellen können serverseitig und was diese clientseitig genau bringen. Und zu guter Letzt noch die Wartung der DHCP-Datenbank. Als erstes mal die Funktion von DHCP in einem Netzwerk. Wie sieht das Ganze aus? Mal angenommen, wir haben ein Szenario, wo wir einen DHCP-Client haben und einen DHCP-Server. Wenn der Client eine IP-Adresse bekommen möchte, dynamisch zugewiesen natürlich, da muss man auf dem Client zuerst einmal die Konfiguration dementsprechend anpassen und dem Client sagen, dass er die IP-Adresse automatisch beziehen soll. Also wir verwenden keine IP-Adresse, welche statisch fix zugewiesen ist, sondern sagen, okay, hol dir eine von einem DHCP-Server. Das gleiche können wir auch bestimmen für die DNS-Server-Adresse. Das heißt, wir können auch hier sagen, ob diese automatisch bezogen werden soll als Option oder ob wir diese separat statisch konfigurieren möchten. Also wir könnten im Prinzip die IP-Adresskonfiguration dynamisch beziehen, aber statische DNS-Server-Einträge erstellen. Falls dies so eingestellt ist, wird der Client als allererstes einen sogenannten DHCP-Discover absetzen. Ein DHCP-Discover ist eigentlich keine Unicast-Verbindung, wie man hier auf den ersten Blick entnehmen könnte, sondern der DHCP-Discover ist ein Broadcast, der abgesetzt wird. Dieser Broadcast wird auf Quellport 68, sprich Boot PC für Bootstrap Client, abgesetzt und auf den Zielport 67 gesendet. Das ist der Bootstrap Serverport. Das heißt, alle DHCP-Server oder alle Geräte im gleichen Subnetz werden diesen DHCP-Broadcast, diesen Discover, hören. Unser DHCP-Server ist im gleichen Subnetz, mal angenommen in diesem Beispiel, und der hört natürlich diesen Broadcast auch und wird diesen Broadcast beantworten mit einem weiteren Broadcast, und zwar einem DHCP-Offer. Weshalb ein weiterer Broadcast? Ganz einfach, der Client hatte noch gar keine IP-Adresse, also ist er nicht per Unicast erreichbar, also muss auch dieser zweite Kommunikationsvorgang durch einen Broadcast erfolgen. Der DHCP-Offer, wie ins Deutsche übersetzt, ein DHCP-Angebot vom DHCP-Server, beinhaltet schon jegliche Informationen. Das heißt die IP-Adresse, die Subnet-Maske, den Default-Gateway, falls gesetzt, den DNS-Server und so weiter und so fort. Mal angenommen, wir haben mehr als einen DHCP-Server in diesem Netzwerk. Wir haben also noch einen zweiten hier im Subnetz vorhanden. Dann hört dieser zweite DHCP-Server natürlich diesen Broadcast, diesen DHCP-Discover auch. Dementsprechend wird auch dieser zweite DHCP-Server einen Offer erstellen. Das heißt, der Client, der DHCP-Client, erhält zwei Angebote von zwei verschiedenen DHCP-Servern. Was meinen Sie? Welches Angebot wird er wohl gebrauchen, bei welchem Angebot wird er wohl den Zuschlag erteilen? Ganz einfach, nicht dem Server, der ihm die richtige IP-Adresse zukommen ließ, wenn zum Beispiel einer falsch konfiguriert wäre, sondern ganz einfach dem schnelleren von beiden DHCP-Angeboten. Das heißt, das schnellere DHCP-Offer, das erhält den Zuschlag. Mal angenommen, der zweite DHCP-Server, der untere, der hat schneller geantwortet als der erste.
Dann wird er diesem DHCP-Server einen sogenannten DHCP-Request senden. Das heißt, der Client fordert diese IP-Adresse, welche angeboten wurde, von diesem DHCP-Server an. Und wie es eigentlich auch im Real Life ein bisschen so ist, wenn man ein Angebot erhält von zwei Firmen, man meldet sich immer nur dort, wo man zuschlagen möchte, aber eigentlich nicht mehr bei diesem DHCP-Server, welcher vielleicht als zweites reagiert hat oder ein schlechteres Angebot offeriert hat. Dementsprechend wird dieser DHCP-Request lediglich an den schnelleren DHCP-Server, welcher schneller das Offer gesendet hat, gesendet. Aber der DHCP-Server, der langsamer war, der erhält keine Meldung mehr vom Client. Wir können diese Adresse aber nicht jetzt schon einfach so benutzen, sondern der DHCP-Server, welcher jetzt die DHCP-Request-Meldung empfangen hat vom Client, muss das Ganze zuerst noch zurückbestätigen mit einem sogenannten DHCP-ACK. ACK steht für Acknowledge, also sprich Einverständniserklärung. Und jetzt ist erst der Client in der Lage, diese IP-Adresse auch wirklich zu gebrauchen. Diese IP-Adresse kann natürlich nicht beliebig lange gebraucht werden vom Client, sondern hat eine gewisse Gültigkeitsdauer. Diese Gültigkeitsdauer, die wird als Lease definiert, als Lease-Zeit. Also der Client leased diese Adresse, wie wir vielleicht ein Auto leasen. Wenn wir diese Lease-Dauer genauer unter die Lupe nehmen, geht er die immer 100%. Also wir haben da hier 0%, da fängt es an, und bei 100% müssen wir die Adresse spätestens wieder abgeben. Damit aber nicht irgendwie die 100% einfach so alleine dastehen, versucht der Client nach 50% schon das erste Mal diese Adresse länger zu behalten. Das heißt, er kontaktiert den DHCP-Server und fragt ihn an, ob er diese Adresse um 100% länger behalten darf ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, bei 50% macht er einen sogenannten DHCP-Request. Dieses Paket ist nun ein Unicast-Paket. Das heißt, der Client kennt ja die IP-Adresse des DHCP-Servers, der ihn bedient hat, und kann jetzt direkt eine Meldung, einen DHCP-Request an diesen DHCP-Server senden und ihn direkt anfragen, darf ich diese Adresse bitte ein bisschen länger behalten? Wenn das zu diesem Zeitpunkt klappt, sprich wenn der DHCP-Server online war, dann kann ab diesem Zeitpunkt diese Adresse um 100% verlängert werden. Nach diesem neuen 100% wird natürlich wieder nach 50% ein weiterer Request gestellt, wird wieder um 100% verlängert und so weiter und so fort, solange der DHCP-Server auch wirklich erreichbar ist. Die Frage ist nun aber, was passiert, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist? Wenn er nicht erreichbar ist, passiert nichts. Das heißt, der Client darf die IP-Adresse natürlich weiterhin behalten. Er hat sie ja für 100% geleast. Das heißt, die Adresse läuft hier ganz genau gleich weiter, wie es die ersten 50% auch schon abgelaufen ist. Das heißt, der Client gibt die Adresse nicht ab, sondern kann diese weiterhin gebrauchen. Nehmen wir mal an, es war kein DHCP-Server erreichbar, um den DHCP-Request zu beantworten. Dementsprechend wird er nach genau 87,5%, wer auch immer auf diese Zahl gekommen ist, einen weiteren Versuch unternehmen, diese IP-Adresse weiterhin zu behalten. Bei 87,5% wird der Client aber schon ein bisschen nervöser. Das heißt, er wird nicht mehr den Original-DHCP-Server kontaktieren, um zu fragen, darf ich ein bisschen länger behalten, sondern bei 87,5% macht er einen sogenannten DHCP-Discover. Das heißt, er macht an diesem Zeitpunkt einen Broadcast in das ganze Netzwerk raus und fragt, es ist mir eigentlich egal, welcher DHCP-Server mich bedient, ich möchte einfach eine IP-Adresse wieder für 100% leasen können. Mal angenommen, da gibt es einen DHCP-Server, der reagiert, darf er ab diesem Zeitpunkt natürlich wieder komplette 100% diese Adresse behalten. Nach 50% würde er natürlich wieder nachfragen und verlängern versuchen mit einem DHCP-Request. Und bei 87,5% würde es wieder versuchen mit einem DHCP Discover. Dümmster Anzunehmen der Fall heißt, okay, es ist wieder kein DHCP-Server verfügbar. Was macht er dann? Wiederum nichts, weil er hatte noch 12,5%, wo er diese Adresse benutzen darf. Bei 100% hat er aber ein Problem, weil dann läuft sein Lease ab. Da muss er definitiv seine Adresse abgeben, wenn dann nicht irgendwie jemand ihm die Adresse verlängert oder eine andere Adresse vergibt. Das heißt, bei 100% macht er noch einmal
einen DHCP-Discover. Also nochmals einen Broadcast in die Runde, ob er von irgendeinem DHCP-Server irgendeine IP-Adresse bekommen kann. Falls dies funktioniert, würde er natürlich wiederum ab diesem Zeitpunkt 100% eine Adresse bekommen. Das heißt, bei 50% wird es wieder verlängert mit einem DHCP-Request. Bei 87,5 respektive 100% versucht er wieder einen DHCP-Discover zu machen. Im dümmsten anzunehmenden Fall ist das aber wiederum nicht möglich und kein DHCP-Server steht ihm zur Verfügung. Und in diesem Falle gibt es eine APIPA-Adresse. Das heißt, er gibt seine effektive Adresse ab, weil der Lease ja abgelaufen ist, aber er wird sich anschließend eine Adresse generieren, welche im 169.254er Bereich liegt. Das heißt, in dieser B-Klasse wird er sich automatisch eine private IP-Adresse zuweisen. Das ist das Automatic Private IP Addressing. Er wird sich dementsprechend eine IP-Adresse aus diesem Bereich generieren. Das heißt, er wird die letzten zwei Oktette, die letzten zwei Bytes dieser IP-Adresse mit einem Zufallsprinzip selbst füllen. Wird dann einen RP-Broadcast in die Runde machen und fragen, gibt es schon einen Client mit dieser genau dieser IP-Adresse? Wenn kein Client antwortet auf drei aufeinander aufgeführte RP-Broadcast, dann merkt er, okay, diese Adresse ist noch frei und vergibt sich selbst diese APIPA-Adresse. Gut. Schauen wir uns als nächstes die Installation und Autorisierung des DHCP-Dienstes an. Die Installation ist nicht besonders spektakulär, die geschieht auch hier wieder in der Systemsteuerung unter Software, und zwar bei den Windows-Komponenten, und auch DHCP ist wie DNS und WINS eine sogenannte Netzwerkkomponente, ein Netzwerkdienst, welchen man in dieser entsprechenden Sparte hinzufügen kann. Damit ein DHCP-Server aber auch Adressen rausgibt, muss er seit Windows 2000 autorisiert werden. Wie sieht diese Autorisierung genau aus? Schauen wir uns das anhand eines kleinen Beispiels ein bisschen genauer an. Und zwar, grundsätzlich ist es notwendig in einer Windows Server 2003er oder auch Windows 2000er Domäne. Nur wenn der Dienst im Active Directory auch autorisiert wurde, verteilt dieser IP-Adressen. Ansonsten sieht der DHCP-Server im Moment, ich bin nicht autorisiert, also darf ich auch keine IP-Adressen verteilen. Um einen DHCP-Server autorisieren zu können, muss man Mitglied sein der Organisationsadministratorengruppe, der Enterprise Admins. Falls man dies nicht ist, hat man in der Root-Domäne nicht die entsprechenden Berechtigungen, das im Active Directory zu autorisieren. Wie sieht denn der Ablauf aus einer Autorisierung? Grundsätzlich versucht der DHCP-Server auf den Domänencontroller zuzugreifen und fragt ihn, ob er autorisiert wäre. Sprich, er stellt die Frage, darf ich IP-Adressen vergeben? Der Domänencontroller schlägt das Ganze im Active Directory nach und schaut, ist er autorisiert oder nicht. Und wenn er autorisiert ist, gibt er ihm die Rückmeldung, ja, du darfst. Sprich, der DHCP-Server hat den Dienst zwar schon vorher gestartet gehabt, aber ist erst jetzt in der Lage, eine IP-Adresse oder verschiedene IP-Adressen zu verteilen. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Wir gehen mal hin in die Programme Verwaltung DHCP. Wir sehen jetzt hier in dieser DHCP-Konsole, dass momentan noch kein Server hinzugefügt wurde. Also kann ich hier sagen, okay, ich möchte gerne einen Server hinzufügen mit einem Rechtsklick. Gebe dann meine eigene IP-Adresse ein, das ist die 220 dieses Servers. Okay. Und sehe dann den london.certbits.com mit der Adresse 2.20. Wenn ich auf diesen klicke, stelle ich fest, es kommt ein roter Punkt mit einem weißen Kreuz. Das heißt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn die Ansicht auf diese Art und Weise erfolgt, mit einem weißen Kreuzchen auf rotem Untergrund, dann wurde der DHCP-Dienst noch nicht gestartet. Das heißt, ich gehe da auf rechte Maustaste, alle Tasks starten oder über Startprogramme Verwaltung Dienste und starte dort den DHCP-Serverdienst. Wenn ich diesen Dienst starte, dann werde ich da mit einer neuen Fehlermeldung konfrontiert, respektive mit einer anderen komischen Symbolik. Und zwar ist es hier in diesem Falle ein kleiner Ball mit einem roten Pfeil, der nach unten zeigt. Das heißt, der DHCP-Dienst ist zwar gestartet,
Aber der DHCP-Dienst wurde noch nicht autorisiert im Active Directory. Um diesen DHCP-Server-Dienst nun zu autorisieren, kann ich entweder mit der rechten Maustaste auf den Server klicken und anschließend den Punkt Autorisieren auswählen. Das ist die einfachste Variante, die wir hier haben. Wir können aber von hier im Prinzip jeden DHCP-Server im Netzwerk autorisieren, indem wir auf der DHCP-Konsole rechte Maustaste klicken und dann den Menüpunkt Autorisierte Server verwalten auswählen. Hier haben wir eine kleine Konsole, wo wir den Button Autorisieren anklicken können und dann die IP-Adresse oder den Namen des Servers angeben können. Zum Beispiel london.serpits.com. Okay. Dann fragt er nochmals nach, ist das alles in Ordnung? london.serpits.com entspricht der IP-Adresse 192.168.220. Das können wir hier mit OK bestätigen. Anschließend, wenn wir die ausreichenden Rechte gehabt haben, sprich Enterprise Admin, dann wird dieser Server hier unter den autorisierten DHCP-Servern hinzugefügt. Mit OK wird dieser Server gleich in die Liste hinzugefügt. Mit Schließen können wir auch einfach dieses Fenster schließen, weil wir haben ihn ja schon. Ich klicke mal da drauf, klicke mal aktualisieren und irgendwann, manchmal dauert es eine Weile, wird hier der grüne Pfeil nach oben dargestellt. Das heißt, der DHCP-Server ist mal grundsätzlich dafür bereit, IP-Adressen zu verteilen. Gut. Gehen wir zum nächsten Teil, und zwar zur Erstellung eines Bereiches, eines sogenannten Scopes. Grundsätzlich ist ein Bereich, ein Scope, ein Pool von IP-Adressen, welche durch den DHCP-Dienst vergeben werden können. Ein Scope ist ein zusammenhängender Bereich, muss aber nicht unbedingt zusammenhängend sein. Das heißt, wir können auch IP-Adressen in diesem Bereich ausschließen. Das heißt, wir können im Prinzip Löcher in einem IP-Bereich definieren, welche nicht vergeben werden dürfen. Die IP-Adressen müssen aber die gleiche NetID aufweisen. Das ist zwingend. Das heißt, wir können nicht wahllos auf verschiedenen Subnets in einem Bereich IP-Adressen zusammenfassen. Würde auch keinen Sinn machen, da ja die IP-Adressen dann an Clients im gleichen Netzwerk verteilt werden. Jeden Bereich können unterschiedliche Optionen hinzugefügt werden. Das heißt, wir können zum Beispiel definieren für das Subnetz A, für den Bereich A, da gibt es diesen und diesen Standard-Gateway oder denjenigen DNS-Server und für den anderen Bereich gibt es einen anderen DNS-Server und einen anderen Default-Gateway. Wie sieht das Ganze mal auf einer kleinen Grafik aus? Wir haben hier als Beispiel ein Netzwerk mit der NetID 192.168.2.0/24. Das heißt mit der SUNET-Maske 3x255.0. In diesem Netzwerk haben wir an einem Switch einen DHCP-Client, sprich eine Maschine, welche zur automatischen Konfiguration der IP-Adressen konfiguriert wurde, und einen DHCP-Server mit den entsprechenden Bereichen. Das heißt, dem DHCP-Server müssen wir eine fixe IP-Adresse zuweisen. Wäre ja noch schlimmer, wenn dieser auch eine dynamische IP-Adresse bekommen würde. Dann hätten wir wiederum einen Schwanzbeißer. Sprich, der DHCP-Server muss sich zuerst mal eine eigene Adresse selbst zuweisen, dynamisch. Aber wir haben diesen mal statisch konfiguriert mit 192.168.2.10/24. Dann erstellen wir auf dem DHCP-Server einen oder mehrere Bereiche. Wir haben jetzt hier als Beispiel mal drei Bereiche konfiguriert. 192, 168, 1, 2, 3, 100 bis 199. Und der Client wird natürlich als allererstes, wenn er aufgestartet wird und noch keine IP-Adresse hat, einen DHCP Discover absetzen. Das heißt, er fragt mal in die Runde mit einem Broadcast, ist da irgendein DHCP-Server, welcher mir eine IP-Adresse zuweisen kann? Der DHCP-Server wird dann dementsprechend ein sogenanntes DHCP-Offer erstellen, ein Angebot. Es ist die Frage, ja, okay, er erstellt ihm ein Angebot, aber aus welchem dieser drei Bereiche wird er ihm eine IP-Adresse vergeben? Ich meine, er hat jetzt eine schöne Auswahl und nur der zweite Bereich ist eigentlich sinnvoll für dieses Subnetz. Weil der erste Bereich ist für das 1.0er-Subnet und der dritte Bereich für das 3.0er-Subnet. Also macht nur der zweite Bereich auch wirklich Sinn. Er vergibt diese IP-Adresse aus dem zweiten Bereich, wie es auch sein sollte, aus dem Grund, weil er selbst ja eine statische Adresse hat.
Seine statische Adresse ist 2.10, sprich, sie befindet sich im 2.0-Subnetz. Da dieser DHCP Discover ihn direkt erreicht hat mit dem Broadcast, muss ja der Client im gleichen Subnetz sein wie er selbst. Das heißt im 2.0-Subnetz. Und dementsprechend wird er ihm eine IP-Adresse vergeben aus dem gleichen Subnetz, wie er selbst ist, sprich aus dem 2.0-Subnetz. Die erste Adresse, die er zuweisen darf, ist die 2.100. Das heißt, das Angebot wird sein 192.168.200/24. Schön und gut. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Wir gehen hierfür wieder auf die DHCP-Konsole und erstellen hier mal auf London mit der rechten Maustaste einen neuen Bereich. Erstmal wieder die Willkommensmeldung, welche wir mal schnell wegklicken. Dann können wir diesem Bereich einen Namen und eine Beschreibung zuweisen. Ich nehme jetzt mal Bereich für das Zweiernetz. Könnte hier noch eine Beschreibung hinzufügen, wenn ich das möchte. Klicke dann auf Weiter. Gebe dann den Bereich der IP-Adressen an, welche vergeben werden sollen. Sprich, die Startadresse soll mal sein 192.168.1.100 und die Endadresse 192.168.1.199. Die Subnetmaske ist 3x255.0, sprich /24. Die kann ich hier auch schön abändern und dementsprechend wird hier unten auch die Subnetmaske im Dezimalformat gleich nachgeführt. Weiter. Kann dann Ausschlussbereiche hinzufügen, sprich Adressen aus diesem Range, welche nicht vergeben werden sollen. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, die 180 bis 185 soll nicht vergeben werden. Und die 1.189, die ganz alleine, soll auch nicht vergeben werden. Also ich kann da auch einzelne Adressen oder ganze Bereiche aus dieser Vergabe ausschließen. Weiter. Dann kann ich angeben, wie groß die Lease-Dauer sein soll, also wie lange der Client diese IP-Adresse behalten darf. Standardmäßig ist das seit Windows 2000 8 Tage, bei NT4 war das noch 3 Tage. Das heißt, man konnte bei NT4 über das Wochenende mal verreisen, ein verlängertes Wochenende machen und hat anschließend immer noch die gleiche IP-Adresse behalten dürfen. Und jetzt kann man sogar mal eine Woche in die Ferien fahren und hat die IP-Adresse auch dann noch. Ich kann das aber beliebig anpassen, zum Beispiel mal auf eine Stunde. Kleinere Lease-Dauern geben mir mehr Dynamik im Netzwerk, das heißt für Clients, welche nicht lange verbunden sind mit dem Netzwerk, die reservieren nicht irgendwie allzu lange eine IP-Adresse. Das heißt, es wäre für Internet Service Provider die geeignetere Einstellung. Dafür haben wir aber so mehr Netzwerkverkehr, weil die Clients mehr einen DHCP-Request senden oder einen Discover, um die IP-Adressen zu erneuern. Dementsprechend in Netzwerken, welche statische Computer haben, sprich Computer, welche eigentlich sich nicht ändern, welche den ganzen Tag eingeloggt sind und im Netzwerk kommunizieren müssen, dann würde eine längere Lease-Dauer mehr Sinn bereiten. Okay, weiter. Wir können anschließend gleich noch weitere Optionen konfigurieren, wenn wir das möchten. Das können wir mal annehmen. So könnte ich zum Beispiel den Standard-Gateway angeben, den 1.1er. Könnte sagen, wie die übergeordnete Domäne heißt, das wäre dann certbits.com. Könnte hier auch den Namen des DNS-Servers angeben. Das könnte ein beliebiger sein. Ich nehme jetzt gleich mal den DHCP-Server selbst. Habe hier ein kleines Feature, in dem ich den Servernamen eintippen kann und anschließend auf Auflösen klicken. Dann wird die IP-Adresse gleich übernommen von diesem Namen. Ansonsten könnte ich auch die IP-Adresse direkt in dieses Feld eingeben. Also das nur eine kleine Hilfestellung, wird anschließend nicht mehr benötigt. Weiter. WinServer genau dasselbe, wenn wir ihn benötigen würden. Weiter. Und ich habe anschließend die Möglichkeit, den Bereich jetzt gleich zu aktivieren oder später zu aktivieren. Ich sage mal, ich aktiviere ihn später. Klicke da mal auf Weiter, Fertigstellen und sehe jetzt, ich habe den Bereich, aber aktiviert ist er noch nicht, was hier mit dem roten Pfeil nach unten dargestellt wird. Aktivieren kann ich ihn mit einem rechten Mausklick darauf und dann aktivieren. Es gibt keinen grünen Pfeil nach oben. Microsoft hat sich gedacht, okay, wir lassen die Pfeile einfach ganz weg, wenn er aktiviert ist. Das heißt, wenn hier nichts angezeigt wird, ist der Bereich aktiv. Wohlgemerkt, ich habe jetzt hier den London konfiguriert auf die Adresse 2.20. Das heißt, der Server befindet sich im Netzwerk 2.0.
Den Bereich, den ich erfasst habe, ist aber jetzt im 1.0er Netz. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Client wechseln, dürfte dieser keine IP-Adresse bekommen. Ich wechsle hierfür mal kurz auf meinen Windows XP-Rechner, den wir hier jetzt da sehen. Gehe hier mal auf Start ausführen ins Kommando Prompt und schauen wir mal die IP-Konfiguration mit ipconfig/all genauer an. Ich sehe, ich habe die IP-Adresse 0000 mit der Sonnenmaske 0000. Der DHCP-Server ist konfiguriert mit 4x255. Das heißt, ich bin noch niemand. Mein Netz ist ewig groß, das heißt, beinhaltet eigentlich den ganzen Adressraum. Alles ist auf Hostbits markiert. Und mein DHCP-Server entspricht der Generic Broadcast Address. Das heißt, der generischen Broadcast-Adresse, der Standard-Broadcast-Adresse, wenn ich noch nicht weiß, wer ich bin. Mit einem ipconfig/renew kann ich nun meine IP-Konfiguration, meine dynamische IP-Konfiguration erneuern. Setze den mal ab und er wird jetzt einen Broadcast absetzen, um zu fragen, ist da irgendwo ein DHCP-Server, welcher mein Bedürfnis befriedigen könnte, sprich mir eine IP-Adresse zuweisen könnte. Das wird er jetzt ziemlich verzweifelt versuchen, aber auf diesem DHCP-Discover wird ihm kein DHCP-Server eine Antwort zuweisen können, da einfach kein DHCP-Server im Netzwerk existiert, welcher auch eine entsprechende IP-Adresse hat, welche zu ihm passt. Das heißt, der DHCP-Server gibt ihm nicht einfach eine IP-Adresse aus dem einer Bereich, sondern wir feststellen, es macht keinen Sinn, diesem Client eine Adresse aus dem einer Bereich zuzuweisen. Und dementsprechend wird er ihn einfach auflaufen lassen, keinen Offer erstellen und der Client merkt dann irgendwann, okay, hat keinen Sinn mehr. Und was macht er dann? Er nimmt sich eine APIPA-Adresse. Sprich 169.254.xy. Ich verkürze das mal ganz kurz, einen Moment bitte. Okay, 2 Stunden später, wir sind soweit. Er hat gemerkt, Moment, es ist ein Fehler aufgetreten, es kann keine Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden und es war eine Zeitüberschreitung festzustellen. Wenn ich jetzt nochmals einen ipconfig/all absetze, sehe ich, ich habe eine automatische IP-Adresse erhalten, aber von keinem DHCP-Server, sondern eben eine APIPA-Adresse, eine Autokonfiguration. Das heißt 169.254 und dann 2 Zufallszahlen mit der standardmäßigen B-Klassen-Sunet-Maske/16. Gut. Gehen wir mal zurück auf den DHCP-Server und erstellen hier einen weiteren Bereich, welcher dem Client entspricht, respektive welcher dem DHCP-Server entspricht. Ich gebe ihm mal den Namen, was haben wir vorgehabt, dass es Sinn macht, Bereich für das Zweiernetz effektiv. Wir haben ja vorher schon Zweiernetz gesagt, aber jetzt geben wir mal effektiv das Zweiernetz an. Okay, wir sagen hier 192.168.2.100 bis 2.199, Standard-Sunet-Maske, keine Ausschlussbereiche, möchten wir jetzt mal nicht. Lease-Dauer legen wir auf 1 Stunde fest. Okay, Optionen später konfigurieren, fertigstellen und ich aktiviere diesen Bereich noch schnell. Okay, jetzt haben wir den Bereich, welcher die Adressleases rausgeben könnte. Gehen zurück auf den Windows XP-Rechner, gehen auf das Kommando-Prompt, sagen hier okay, ipconfig renew, warten ein bisschen ab und wir sehen, okay, wir haben eine IP-Adresse bekommen, ging es richtig zackig. 192.168.2.100/24 wurde uns vom DHCP-Server zugewiesen. Sprich die erste Adresse in dem Bereich, welche gültig ist für dieses Subnet. Gut, lassen Sie uns das Ganze mal ein bisschen genauer ansehen mit einem ipconfig/all. Da sehen wir nämlich auch, dass uns der DHCP-Server 192.168.2.20 bedient hat, dass wir den Lease erhalten haben um 14.58.47 und dass der Lease abläuft um 15.58.47. Das ganze Paket im Hintergrund können wir uns mal mit einem Netzwerkmonitor wie Isoreal genauer ansehen. Und zwar sage ich hier mal ipconfig release, um die IP-Adresse freizugeben. Das heißt, ich werde jetzt den DHCP-Server die Rückmeldung machen, ich möchte gar keine IP-Adresse mehr. Mache dann mal einen ipconfig all, um zu sehen, dass jetzt wirklich keine IP-Adresse mehr konfiguriert ist. Bereite hier schon mal den ipconfig renew vor.
starten Israel, welchen Sie übrigens von www.israel.com downloaden können. Das ist ein Freeware-Programm. Capture Start, Aufzeichnung starten auf diesen Netzwerkadapter. Okay. Mach hier den Renew, setz diesen ab. Er sammelt nun jetzt hier Pakete. Und sobald dieser fertig ist, können wir hier auf Stop klicken und sehen hier ziemlich schön den DHCP Discover, der abgesetzt wurde, den Offer, den wir erhalten haben vom 2.20, den Request, den wir mit 0000 wiederum als Broadcast an den DHCP-Server ausführen und dann die Antwort der DHCP-ACK für Acknowledge vom 2.20 auf meinen Client. Wenn wir das ein bisschen genauer ansehen, sehen wir hier unten auch sehr schön beim DHCP Discover, dass das Bootstrap-Protokoll auf UDP läuft, User Datagram Protocol, auf Transport Layer. Natürlich wiederum da auf dem Network Layer das Internet-Protokoll dahinter. Auf dem Data Link Layer im ISOSI-Modell haben wir den Ethernet. Da wird nur noch auf MAC-Adressenbasis konfiguriert oder gesprochen miteinander. Und auf dem Physical Layer die ganzen Frames. Bootstrap-Protokoll, wenn wir das mal aufklicken, sehen wir, ich habe noch 0000 als Client, möchte gerne eine IP-Adresse bekommen. Meine MAC-Adresse ist diese hier. Ich mache einen DHCP Discover. Und zwar möchte ich gerne als Präferenz, wenn es irgendwie möglich ist, wieder meine alte Adresse zurückbekommen, sprich die 2.100, welche ich vorher mal erhalten habe. Mein Hostname ist iTrain XP. Und das war's dann auch schon. Ich bekomme als Offer die IP-Adresse 2.100 offeriert vom 2.20er DHCP-Server mit der Sonnenmaske /24. Nach 30 Minuten, sprich nach 50% von einer Stunde, bitte renewen. Nach 52 Minuten und 30 Sekunden, sprich 87,5%, bitte nochmals renewen oder dann nochmals versuchen. Und eine Stunde ist maximal die Leasedauer, die möglich ist. Der DHCP-Server mit der entsprechenden IP-Adresse wird hier noch angegeben. Ich requeste dann das Ganze und bekomme da vom DHCP-Server die Antwort zurück. Dieses Israel, also ein sehr gutes Tool, um zu troubleshooten und zu schauen, ob im Hintergrund auch alles richtig funktioniert und läuft. Okay, wir wechseln wieder zurück auf unseren DHCP-Server, gehen zurück auf die kleine Präsentation und schauen uns das nächste Mal Bereichsgruppierungen genauer an. Was sind Bereichsgruppierungen, sogenannte Superscopes überhaupt? Grundsätzlich werden Bereichsgruppierungen oder Superscopes bei Adressknappheit angewendet. Das heißt, angenommen, ich habe plötzlich mehr Clients im gleichen Subnetz als früher mal angenommen, dann habe ich ja keine Adressen mehr im Bereich, welche ich vergeben könnte im gleichen Subnetz und muss vielleicht übergangsmäßig ein weiteres Subnetz hinzufügen. Das heißt, ich kann mit einem Superscope, mit einer Bereichsgruppierung, mehrere Bereiche zusammenfassen, da ja ein Bereich nur eine Net-ID umfassen darf. Der DHCP-Server vergibt dann Adressen aus einem beliebigen Bereich aus dieser Bereichsgruppierung. Das heißt, es wird nicht mehr genau darauf geachtet, ob die IP-Adresse der Net-ID des DHCP-Servers entspricht. Wie sieht das auf einem Fallbeispiel aus? Wir haben wiederum das Netzwerk 2.0/24, einen DHCP-Client über Switch verbunden mit einem DHCP-Server, welcher die IP-Adresse statisch 2.10 konfiguriert hat. Der Server hat jetzt nun mal, angenommen mal ohne Bereichsgruppierungen, zwei Bereiche konfiguriert, nämlich 2.100 bis 199 und 3.100 bis 199. Was passiert? Der Client macht einen DHCP Discover, wie gewohnt, einen Broadcast in die Welt. Ist da irgendjemand, der mir eine IP-Adresse geben kann? Der DHCP-Server sieht, okay, im Bereich 2.100 bis 199 habe ich alle Adressen schon vergeben. Das heißt, da habe ich nichts mehr zur Verfügung. Also gibt es auch keinen DHCP-Offer, weil er kann ihm keine Adresse geben, welche auch seiner Konfiguration entsprechen würde. Mit einer Bereichsgruppierung hingegen, wenn ich jetzt diese beiden Bereiche miteinander gruppiere und der Client einen DHCP Discover erstellt, dann, wenn der 2.100 bis 199er Bereich schon alles vergeben ist, kann dennoch ein DHCP-Offer erstellt werden mit der Adresse 192.168.3.100, weil diese beiden Bereiche gruppiert wurden und der 2er-Range
ein Teil dieser Gruppierung ist. Also stellt er fest, okay, wenn das Teil dieser Gruppierung ist, dann darf ich auch Adressen aus dem Dreier-Range zuweisen. Gut, das heißt, der Client bekommt diese IP-Adresse zugewiesen, 3.100. Nur das Problem ist ja jetzt, wenn wir hier einen File-Server ins Netzwerk aufnehmen am gleichen Switch mit der Adresse 2.11 und der Client ja 3.100 hat, /24, dann befindet sich der Client im 3.0er-Netz und der Server im 2.0er-Netz. Wie kann nun also der Client mit dem File-Server kommunizieren? Hierfür müssen wir als Übergangslösung einen kleinen Trick anwenden, indem wir in diesem Netzwerk einen Router einbinden, welcher mit einer Schnittstelle einfach das Zweiernetz auf das Dreiernetz und umgekehrt routet. Das heißt, wenn der Client auf den File-Server zugreifen möchte, geht er im Prinzip auf den Default Gateway 3.1 in seinem Subnetz und dieser löst dann die Adresse um oder kann routen auf das 2.0er-Netz, obwohl das eigentlich physisch gesehen genau dasselbe Netz ist, und kann somit die Interkonnektivität zwischen dem DHCP-Client und dem File-Server herstellen. Gut, wir versuchen das Ganze mal in der Praxis zu simulieren, gehen hierfür auf die DHCP-Server-Konsole und schauen mal, dass im Zweierbereich überhaupt nichts mehr frei ist, dass da nichts mehr zur Verfügung steht. Dafür gehe ich mal auf Adresspool. Da sehe ich, von 200 bis 299 ist mein Pool momentan groß. Auf Adressleases sehe ich auch, dass die 2100 an den iTrain XP vergeben wurde. Und sage hier mal, okay, ich mache einen neuen ausgeschlossenen Bereich, füge ich da mal hinzu. Und zwar von 192.168 1.100 bis 1.199. Geht natürlich nicht, weil da habe ich alles ausgeschlossen. Also nehme ich da mal als Trick, Moment schnell, 2.2, das war der Fehler, hinzufügen, haben wir ja. Gut, jetzt haben wir im Prinzip erstmal alles gegeben und dann alles wieder ausgeschlossen. Würde natürlich für die Praxis ziemlich wenig Sinn machen. Das heißt, momentan ist keine Adresse mehr verfügbar aus diesem Range. Ich gehe mal auf den DHCP-Client, gebe hier die Adresse frei, die ich vorher bekommen habe, mit ipconfig-release. Habe hier jetzt 0000 als neue Adresse und mache mal einen ipconfig-renew. Das dauert mal wieder eine Weile, bis da der Renew ausgeführt werden konnte, weil er sucht seinen DHCP-Server, findet aber keinen, respektive finden keinen, der ihm jetzt eine IP-Adresse zuweisen kann. Da dieser DHCP-Server alle IP-Adressen ausgeschlossen hat, aus dem Bereich, wo er gerne eine vergeben würde. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Und wir sehen, okay, Fehlermeldung, hat keine IP-Adresse vergeben können. Klar, gut, ich gehe mal zurück auf den Server und werde jetzt den Bereich 1.0 mit dem Bereich 2.0 kombinieren. Weil im 1.0er Range, da haben wir ja noch genügend IP-Adressen zur Auswahl. Nur im 2.0er Range, da ist alles schon weg. Also gehe ich da auf London und sage hier rechte Maustaste, neue Bereichsgruppierung. Willkommen weiter. Gebe dieser Gruppierung einen Namen, und zwar 1 und 2 Netz. Weiter. Kann dann auswählen, welche Bereiche ich gern gruppieren möchte. Das können zwei oder auch mehr sein. Mit Control kann ich da die beiden markieren. Okay. Die Bereichsgruppierung mit dem Namen 1 und 2 Netz setze ich zusammen zwischen diesen beiden Bereichen. Fertigstellen. Und somit haben wir hier die Bereichsgruppierung 1 und 2 Netz als Ordner und darunter die entsprechenden Bereiche, die ich gruppiert habe. Ich gehe zurück auf den Client, mache wiederum einen ipconfig-renew, klicke auf Enter und werden feststellen, er vergibt uns jetzt die IP-Adresse 192.168.1.100, sprich das 1.0er Netz. Bekomme hier jetzt auch die Option den Standard-Gateway und die übergeordnete Domäne certbits.com. Und somit habe ich jetzt dennoch eine IP-Adresse erhalten, welche natürlich nur über einen Router hinweg Verbindung schaffen könnte zum DHCP-Server oder zu anderen Geräten, welche mit der Zweieradresse konfiguriert sind. Okay, gehen wir zurück auf den Server und schauen uns das nächste Mal an, wie das mit dem Reservieren von IP-Adressen genau funktioniert. Eine Reservation kann ich machen für DHCP-Clients, damit diese immer die gleiche IP-Adresse erhalten und damit der DHCP-Server auch weiß, welchem Client er welche IP-Adresse zuweisen muss,
wird dies aufgrund der MAC-Adresse definiert. Das heißt, der Client erhält somit immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen und jeder Reservation können auch unterschiedliche Optionen zugewiesen werden. Das heißt, wenn der Client mit der MAC-Adresse XYZ kommt, dann kann ich sagen, okay, wenn der kommt, bekommt er einen anderen Default Gateway, einen schnelleren Router ins Internet zum Beispiel oder einen anderen DNS-Server und so weiter und so fort. Wie sieht es auf einem Fallbeispiel aus? Wir haben wiederum unser Zweiernetz, DHCP Client mit Switch mit DHCP Server verbunden. Auf dem DHCP Server haben wir einen Bereich erfasst und haben aber gesagt, wenn jemand mit der MAC-Adresse dieser hier kommt, wird die IP-Adresse 2.132 vergeben. Gateway gemäß Bereichsoptionen, also den Optionen, welche dem Bereich zugewiesen worden sind. Wenn jemand aber kommt mit dieser MAC-Adresse hier, dann wird ihm die Adresse 254 zugewiesen, und zwar mit dem Gateway, mit einem speziellen anderen Gateway, nicht dem Gateway der Bereichsoptionen, und zwar mit 192.168.2.2. Wenn nun ein Client einen DHCP Discover macht, schickt er ja seine MAC-Adresse mit, welche wir vorher gesehen haben, im Israel. Wenn diese MAC-Adresse mitgeschickt wird, stellt der DHCP-Server fest, Moment, diese MAC-Adresse, da habe ich eine Reservation, da muss ich dem Client die 254 vergeben, plus den speziellen Gateway 2.2. Dementsprechend macht er einen Offer mit der IP-Adresse 254/24 und dem entsprechenden Default-Gateway. Lassen Sie uns das mal in der Praxis anschauen. Hierfür wechsle ich mal kurz auf die DHCP-Server-Konsole. Nehme dann mal wieder meinen Ausschlussbereich weg. Löschen. Ja, ich will. Lösche auch hier mal die Bereichsgruppierung. Übrigens, wenn ich die Bereichsgruppierung lösche, werden die Bereiche darunter nicht gelöscht. Das heißt, sie werden einfach nicht mehr gruppiert sein, aber ich habe die Bereiche hier immer noch vorhanden. Und sage hier unter Reservierungen mal, dass ich gerne eine neue Reservierung erfassen möchte. Gebe dieser Reservierung einen Namen. Ich gebe jetzt gleich mal den Hostnamen des Clients an, könnte aber auch irgendwas anderes sein, iTrain XP. Sage OK, er soll die Adresse 154 erhalten, also 2.154. Muss jetzt ganz kurz mal die MAC-Adresse nachschlagen auf dem XP-Client, das kann ich mit ipconfig/all. Da sehe ich hier die entsprechende MAC-Adresse dieses Clients, füge diese hier ein auf dem DHCP-Server. Und kann noch eine Beschreibung angeben und sagen, okay, geht das für DHCP-Protokoll oder gilt das für das Bootstrap-Protokoll oder für beides? Bootstrap wurde vor allem als Schlankimplementierung für Netzwerkdrucker benutzt und DHCP gibt einfach mehr Möglichkeiten, die man da machen kann. Am besten wären sie beide, dann haben sie bestimmt in der Praxis kein Problem. Hinzufügen, das war's schon, schließen und ich habe hier die entsprechende Reservierung. Wenn ich auf diese Reservierung klicke, kann ich hier Reservierungsoptionen angeben, indem ich hier sage, okay, rechte Maustaste, Optionen konfigurieren. Ich möchte gerne einen anderen Router, sprich Default Gateway angeben, also markiere ich dieses Feld und sage hier, okay, der Default Gateway für diese Reservierung ist die 2.2. Hinzufügen. Okay. Hier haben wir also die Reservierungsoption mit einem kleinen Computer dargestellt, welche stärker ist, also die sogenannte Bereichsoption. Die Bereichsoptionen gelten für den ganzen Bereich, die Serveroptionen für den ganzen Server, sprich für alle Bereiche, und die Reservierungsoptionen nur für die entsprechende Reservierung für diese IP-Adresse. Die Reservierungsoption ist stärker als die Bereichsoption und die Bereichsoption ist stärker als die Serveroption, was wir später auch nochmals genauer ansehen werden. Okay, also gehen wir mal zurück auf den Client. Geben mal die IP-Adresse, die wir erhalten haben, frei und machen einen IP-Config Renew. Wir werden feststellen, wir erhalten jetzt die 254 und den Standard-Gateway 2.2. Um das nochmals vehementer zu zeigen, kann ich mal nochmals einen Release ausführen, um die Adresse freizugeben. Gehe nochmals auf den DHCP-Server und konfiguriere hier auf den Bereichsoptionen einen anderen Router, und zwar den Router 2.1 hinzufügen. Okay. Wir sehen jetzt, aus dem ganzen Bereich gilt der Router 2.1,
aber in der Reservierung gilt der Router 2.2. Wenn ich in den Bereichsoptionen jetzt auch noch einen DNS-Server angegeben hätte, sprich DNS-Server Option 006, nehmen wir mal da die 168.2.20, dann ist dies jetzt auch in den Bereichsoptionen konfiguriert. In den Reservierungsoptionen ist dies auch ersichtlich, aber als Bereichsoption. Es hat also ein anderes Symbol. Die Reservierungsoption, wenn die aber in Konflikt stehen mit der Bereichsoption sowie auch mit der Serveroption, überschreibt die aber jegliche andere Definitionen. Gut, gehen wir nochmals auf den XP-Client, machen hier einen IP-Config Renew und werden feststellen, dass es immer noch den 2.2er gibt, also nicht 2.1 gemäß Bereichsoption, sondern den 2.2er gemäß Reservierungsoption. Okay. Schauen wir uns als nächstes sogenannte Klassenoptionen genauer an. Es gibt nämlich verschiedene Klassenoptionen, die wir verwenden können, verschiedenen Clients in einem Subnet, im gleichen Subnetz, unterschiedliche Optionen zuzuweisen. Und zwar ohne Verwendung von Reservationsoptionen. Also ohne jedem einzelnen Client einen Gateway, einen anderen Gateway anzugeben, kann ich auch sagen, okay, die eine Hälfte dieses Subnets, die ersten 100 Rechner, die speziellen 100 Rechner, die erhalten einen anderen Gateway als die zweiten 100 Rechner. Und zwar kann ich eigentlich alle Optionen verschiedentlich zuweisen, aber nicht Leasedauer. Also ich kann nicht sagen, in diesem Subnet, in diesem Bereich haben diese 100 Clients eine Leasedauer von 8 Tagen und die anderen von 2 Stunden. Das geht leider nicht. Ich kann das nur auf Optionsebene, sprich auf DNS-Server, Default-Gateways, Win-Server, übergeordnete Domäne etc. vollziehen. Schauen wir uns das Ganze mal auf einem Beispiel an. Wir haben hier einen DHCP-Server, wir haben einen DHCP-Client ohne Klassenzuweisung und wir haben einen DHCP-Client, welchem die Klasse Notebook zugewiesen wurde. Das heißt, der DHCP-Client, wenn der einen DHCP-Discover erstellt, einen Broadcast macht, wird dieser Client einfach nichts mitliefern und der zweite DHCP-Client, der hier unten, wird mitliefern, hey, ich bin ein Notebook. Okay, das heißt, wir haben auf dem DHCP-Server für die Bereichsoption allgemein, sprich ohne Klassendefinition, 1.1 definiert. Wenn jetzt aber ein Client kommt und sagt, ich bin ein Notebook, dann wird der 1.2er-Router zugewiesen. Sprich, DHCP-Client ohne Klasse macht einen DHCP-Discover ohne Klassenkennung, erhält dementsprechend einen DHCP-Offer mit dem Gateway 1.1. Macht nun aber der DHCP-Client mit der Klassenkennung Notebook einen DHCP-Discover, dann wird diesem ein DHCP-Offer erstellt, aber als Gateway die Adresse 1.2 zugewiesen. Um Klassenoptionen zu konfigurieren, müssen wir drei Schritte vollziehen. Punkt 1 ist, wir müssen erstmal auf Serverbasis, auf dem DHCP-Server, die Klassen definieren, die wir überhaupt einsetzen möchten. Anschließend müssen wir die entsprechenden unterschiedlichen Optionen für die entsprechenden Klassen konfigurieren. Das können wir auf Serveroptionsebene, auf Bereichsoptionsebene sowie auch auf Reservationsoptionsebene ausführen. Und als drittes müssen wir die Clients auch dazu konfigurieren, damit die überhaupt wissen, dass sie ein Notebook sind. Weil ein effektiver Notebook, ein Notebook-Gerät, gibt nicht einfach so standardmäßig mit, dass es ein Notebook ist. Das heißt, wir kümmern uns erstmal an Punkt 1, wir definieren die Klassen auf der Serverbasis. Das heißt, wir gehen in die DHCP-Server-Konsole und sagen hier auf dem Server, rechte Maustaste, wir möchten gerne Benutzer- oder Herstellerklassen definieren. Schauen wir uns erstmal die Herstellerklassen genauer an. Herstellerklassen sind schon drei standardmäßig vorhanden im Windows Server 2003, und zwar alle Optionen für Windows 2000 oder höher, spezifisch, alle Windows 98er Optionen und alle Microsoft Optionen generell, das heißt alles, was mit Microsoft Betriebssystemen zu tun hat. Auf Benutzerklassenseite haben wir auch schon zwei Optionen zur Verfügung, und zwar die Routing- und RAS-Klasse, das heißt, wenn ein Client sich über ROS einwählt, wird dieser schon automatisch erkannt, oder wenn ein BootP-Client daherkommt und eine IP-Adresse beziehen möchte, können wir diesen auch schon automatisch erkennen. Ich kann jetzt aber weitere benutzerdefinierte Klassen hinzufügen, indem ich hier auf Hinzufügen klicke, einen Anzeigenamen angebe, das heißt, das, was hier angezeigt wird,
zum Beispiel mal alle Notebooks, könnte hier noch eine Beschreibung definieren und muss jetzt anschließend einen Binär- oder ASCII-Wert definieren, welcher dieser Klasse entspricht. Ich klicke mal hier auf ASCII und gebe hier ein Notebook. Wir sehen, es wird automatisch der Binärcode generiert, welcher eigentlich hexadezimal ist, gar nicht binär. Aber es ist schon mal gut so, einfach Notebook reinschreiben. Das ist jetzt die Klassenkennung, die unter dem Pretty Name, unter dem Anzeigename alle Notebooks definiert ist. Okay. Wir haben also jetzt hier mal die Definition alle Notebooks. So viel mal zu Schritt 1, Definition der Klassen auf Serverbasis. Dann müssen wir die unterschiedlichen Optionen für diese Klasse separat konfigurieren. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in meinem Bereich auf die Bereichsoptionen, klicke hier wiederum auf rechte Maustaste Optionen konfigurieren und habe hier noch eine Registerkarte erweitert. Und diese Registerkarte ist genau für die Klassenoptionen gedacht. So kann ich sagen, okay, Herstellerklasse Standard oder Microsoft oder Windows 2098, aber Benutzerklasse nicht Standard, sondern alle Notebooks, welche ich gerade definiert habe. Wenn nämlich jetzt ein Client kommt und sagt, hey, ich bin ein Notebook, möchte ich dem einen anderen Router zuweisen, und zwar mit der Adresse zum Beispiel 2.3, damit wir nochmal was anderes haben. Hinzufügen. Okay. Somit haben wir hier zwei Router-Definitionen, einmal für keine Klasse und einmal für alle Notebooks-Klasse. Ich nehme mal hier kurz die Reservation mit heraus, damit die uns nicht in die Quere kommt. Okay. Und versuche das Ganze mal auf dem Client auszuführen. Ich gehe jetzt mal hier hin und muss natürlich als drittes noch sagen, muss ich definieren, was der Client überhaupt ist. Und das kann ich sagen mit ipconfig setClassID, Setzen der Klassenidentifikation. Als Parameter gebe ich erstmal an, für welche Netzwerkkarte das gelten soll, und zwar die Windows-Beschreibung. Ich sage hier mal, das gilt für die LAN-Verbindung, wie er so standardmäßig heißt. Und die Klassenoption soll sein Notebook. Enter. Und somit wird jetzt dieser Netzwerkkarte LAN-Verbindung die Klassenkennung Notebook zugewiesen. Das heißt, allen Clients, welche ich jetzt diesem Gateway zuweisen möchte, müsste ich jetzt den SetClassID zum Beispiel über LoginScript oder Group Policies mitgeben, damit die wissen, wer sie sind. Mit ipconfig all sehe ich unter anderem jetzt auch hier die Klassenkennung Notebook für diesen Client. Ich mache jetzt mal einen ipconfig release. Ein ipconfig renew und sollte jetzt den Gateway 2.3 erhalten, was ich auch erhalte hier. Gateway 2.3, weil die Klassenkennung Notebook mitgegeben wurde. Gut, lassen Sie uns mal ganz kurz die Optionsreihenfolge genauer betrachten. Wir haben gesagt, wir haben hier Serveroptionen. Serveroptionen gelten für den kompletten Server, also für alle Bereiche auf diesem Server. Alles, was ich hier konfiguriere, zum Beispiel den Router, ich da mal angebe, okay, das sei jetzt mal die 2254 und dann nehme ich mal noch den Impress-Server, der sei die 2253, okay. Dann sehen wir hier mit dem Server-Symbol, dass es Server-Optionen definiert wurden. Das heißt, es gilt für alle Bereiche die Optionen, die hier definiert sind. Wenn ich jetzt auf die Bereichsoptionen dieses Zweierbereichs klicke, sehe ich die Serveroption Impress Server immer noch. Die Router-Option wurde aber nicht übernommen, weil diese hier auf Bereichsoptionsebene erneut definiert wurde, somit in Konflikt steht mit der Serveroption, aber stärker ist als die Serveroption. Ich habe hier einmal für alle Klassen und hier einmal für die Notebooks-Klasse. Dann habe ich hier noch einen DNS-Server konfiguriert. Und wenn ich jetzt nochmals kurz eine Reservation erstelle, mit einem beliebigen Namen, beliebige IP-Adresse, nehmen wir mal die 154 wieder, mit einer beliebigen MAC-Adresse, solle hinzufügen. Dann habe ich hier auch wiederum alle Optionen, die definiert wurden, kann aber hier auch weitere Optionen konfigurieren, zum Beispiel den Router, kann ja sagen, nee, das soll da 2.2 sein, und nehmen wir hier noch einen Side-Server für die Synchronisierung der Zweit, das ist eine 2252, okay. Und sehe hier eine Vielfalt von Optionen. Wir haben hier mal
die Serveroption. Wir haben hier zwei Bereichsoptionen und wir haben hier zwei Optionen auf Reservationsebene. Das heißt, die stärkste ist sicher mal die Serveroption. Dann kommt also die erste, die verarbeitet wird, Entschuldigung, nicht die stärkste, die erste, die verarbeitet wird, die Serveroption. Dann die Bereichsoptionen, die als zweites verarbeitet werden. Dann natürlich immer um die klassenbasierten Optionen auf jeder Ebene. Und dann die Reservierungsoption, welche am stärksten ist, wenn sie in Konflikt stehen. Ansonsten werden sie kumulativ verwendet, das heißt, es werden alle Optionen verwendet. Das heißt, wenn wir das Ganze mal auf der Tabelle anschauen, wird als erstes die Serveroption verarbeitet, dann die Serveroptionen mit Klassendefinition, die erweiterte Serveroption dementsprechend, dann die Bereichsoption, dann die Bereichsoptionen mit den Klassendefinitionen, dann die Reservationsoptionen und dann wiederum die Reservationsoptionen mit Klassendefinitionen. Das heißt, auf jeder Ebene bei Optionen konfigurieren haben wir auch immer noch das erweitert, wo wir das Ganze abhängig machen können von einer Benutzerklasse oder einer Herstellerklasse. Gut. Schauen wir uns mal DHCP-Server in einer gerouteten Umgebung an, wie das sich das verhält, wie das möglich ist. Hierfür wiederum ein kleines Beispiel, und zwar erstmal das Beispiel mit BootP-fähigen Router. Wir haben hier jetzt mal zwei Netzwerke, getrennt durch einen Router. Wir haben das 1.0er-Netz und das 2.0er-Netz. Im 1.0er-Netz haben wir überhaupt keinen DHCP-Server, sondern nur zwei DHCP-Clients. Und wir haben im 2.0er-Netz einen DHCP-Client sowie einen DHCP-Server, auf welchen Bereiche 100 bis 199, 2 und 300 bis 199 definiert wurde. Der DHCP-Server, dessen Dienst ist gestartet und dieser Dienst ist auch autorisiert im Active Directory. Der Router hat zwei Schnittstellen, die 1.1 für das 1er Netz und die 2.1 für das 2er Netz. Gut. Der DHCP-Server, der DHCP-Client im 1er Netz macht jetzt mal einen DHCP-Discover. Und die Frage ist ja nun, wer hört diesen Discover alles? Diesen Discover hört natürlich lediglich mit Broadcast das Netz 1.0. Das heißt, der wird ihn selbst hören, dieser Client wird ihn hören und der Router, die Schnittstelle vom 1.1er Netz, vom 1.0er Netz, wird ihn auch hören, diesen Broadcast. Sonst passiert nichts. Das heißt, es gibt ihm keinen Offer, weil niemand das hört, welcher offerieren könnte. Und so haben wir ein Problem. Dementsprechend erhält nie eine IP-Adresse. Wenn dieser Router nun jetzt aber BootP-fähig ist, sprich RFC 1542 kompatibel, RFC steht für Request for Comment und definiert alles rund um Protokolle, dann ist er dafür konfiguriert, alle Broadcasts, welche auf Port 67 und 68 basieren, sprich alle BootP-Broadcasts, weiterzureiten. Das heißt, wenn da ein Broadcast dahin kommt, wird er automatisch durchgeroutet und auch das andere Netz wird diesen Broadcast erhalten. Ganz wichtig, nicht beliebige Broadcasts, sondern nur Broadcasts auf den Ports 67 und 68. Somit hört nun jetzt auch der DHCP-Server von diesem Broadcast, von diesem DHCP-Discover. Wichtig ist nun aber, dass der BootP-fähige Router die Schnittstelle auf welcher diesen Broadcast empfangen hat, die 1.1er Schnittstelle, in diesem Paket verewigt. Das heißt, er wird sagen, der Relayer war 1.1. Das heißt, der DHCP-Server hat so die Grundlage zu entscheiden, aus welchem Bereich er eine IP-Adresse an diesen Client vergeben soll. Da ja der Relayer 1.1 war, sprich aus dem 1.0er Netz, weiß er ganz genau, okay, dann vergebe ich auch eine IP-Adresse aus dem Bereich 100 bis 199. Sonst könnte dieser Client ja an diesem Netz nicht kommunizieren. Gut, somit wird er ihm die IP-Adresse 1.100/24 zuweisen, natürlich wiederum über den BootP-fähigen Router. Und das wäre mal die erste Variante, die wir hier hätten. Die zweite Variante ist ein bisschen eleganter und beschreibt den DHCP Relay Agent. Wir haben die gleiche Situation, zwei Netzwerke, 1.0er und 2.0er Netz. Wir haben auf dem DHCP Server im 2.0er Netz mit 2.c konfiguriert wieder drei Bereiche. Der DHCP Client macht wieder einen DHCP Discover. Dieser Discover wird wieder gebroadcastet, sprich bleibt im 1.0er Netz.
Alle Clients im 1.0-Netz plus der Router mit 1.1 wird diesen Broadcast hören. Und wenn dieser Router jetzt nicht BOOTP-fähig ist, sondern als sogenannter DHCP Relay Agent konfiguriert ist, wird diese Anfrage auf 1.1 auch hören, aber nicht weiter broadcasten ins andere Netz, sondern gezielt per Unicast an einen vorkonfigurierten DHCP-Server weiterleiten. Das heißt, wenn auf 1.1 der Relay Agent konfiguriert ist, dass er darauf hört, sogenannter IP-Forwarder, dann wird dieser via Unicast an den DHCP-Server diesen Discover weiterleiten, wiederum mit seiner Relaying-Adresse 1.1. Der DHCP-Server stellt fest, okay, der Relayer war 1.1, sprich das 1.0-Netz, also gebe ich da ein Offer, zum Beispiel 1.100 zurück. Der Relay-Agent, welcher diesen Unicast dann zurückempfängt, wird diesen wieder zurückbroadcasten, diesen Offer, an den Client. Der Client wird dann den DHCP-Request erstellen als Broadcast. Der Relay-Agent wird diesen Request wiederum weiterleiten an den DHCP-Server via Unicast. Erhält dann die DHCP-ACK-Antwort, wenn es irgendwie geht, vom DHCP-Server. Und wird diesen DHCP-ACK dann wiederum zurückbroadcasten an den DHCP-Client. Und somit erhält auch dieser Client die richtige IP-Adresse. Das heißt, alles auf der linken Seite war sogenannter Broadcast-Verkehr, da ja der Client noch keine IP-Adresse hatte. Da aber der Relay-Agent eine fixe Adresse hatte, sprich 1.1, und auch der Server eine fixe Adresse, nämlich 2.10, und dieser Server im Prinzip auch in einem x-beliebigen Netzwerk sein könnte, der muss nicht unbedingt gleich so nach dem Motto hinter der Brücke sein, sprich hinter dem Router sein, sondern er könnte sich auch ein paar weitere Router entfernt befinden. Da wurde sogenannter Unicast-Verkehr produziert. Treiben wir das Beispiel noch ein bisschen weiter und schauen uns mal eine riesige Firmenumgebung an. Mal angenommen, wir haben da verschiedenste Netzwerke und wir haben neben Netzwerk verschiedenste DHCP-Clients. Wir haben die alle mit einem Router miteinander verbunden, diese Netze. Und wir haben in einem Netzwerk auch einen DHCP-Server. Dieser DHCP-Server ist der Dienst gestartet, er ist autorisiert und er hat Bereiche für alle Subnets, die in diesem ganzen Firmennetzwerk vorhanden sind. Zudem haben sich zwei Router eingeschlichen, die BOOTP-fähig sind oder eben RFC 1542 kompatibel. Das ist genau dasselbe. Ich habe aber extra zwei verschiedene Bezeichnungen verwendet, damit beide bekannt sind. Und die Frage ist nun, wo müssen wir, auf welchen Schnittstellen der Router müssen wir einen DHCP Relay Agent konfigurieren, damit alle Clients in allen Netzwerken, in allen Subnets eine IP-Adresse zugewiesen bekommen können? Das können wir wie folgt veranschaulichen. Als allererstes sollten wir mal definieren, was sogenannte DHCP Broadcast Domains sind. DHCP Broadcast Domains sind wie folgt. Wenn zum Beispiel dieser Client einen DHCP Discoverer stellt, ist die Frage, wer erhält diesen alles? Wenn dieser einen Broadcast machen würde, würde es ja dieser Client noch hören und diese Schnittstelle des Routers. Sprich, das wäre dann eine DHCP Broadcast Domain. Dementsprechend wäre auch dies hier eine DHCP Broadcast Domain, das hier wäre eine DHCP Broadcast Domain, dieser hier. Und jetzt kommen zwei Spezialfälle, da wir hier RFC 1542 kompatible Router einsetzen, respektive BOOTP-fähige Router. Wenn der Client einen Broadcast macht, erhält das diese Schnittstelle des Routers, diese Schnittstelle des Routers, dieser Client, diese Schnittstelle des Routers, die andere Seite auch, weil sie ja weitergereicht wird. Dieser Client, dieser Router, dieser Server und dieser Router. Dementsprechend ist das alles zusammen eine DHCP Broadcast Domain. Das gleiche auch hier oben, da wir da wieder einen BOOTP-fähigen Router verwenden, sind auch diese beiden zusammen ein DHCP Broadcast Bereich. Und was wir jetzt tun müssen, ist schauen, in welchem Broadcast Bereich, in welcher Broadcast Domain für DHCP Verkehr hat es keinen DHCP Server. Überall, wo kein DHCP-Server steht, neben Broadcast-Bereich, müssen wir einen Relay-Agent konfigurieren. Das heißt, wenn wir mal da links oben das Beispiel wieder anschauen, wenn dieser Client eine IP-Adresse bekommen möchte und einen Discover macht, dann müssen wir einen DHCP-Relay-Agent, hier mit einem roten Punkt dargestellt, an dieser Schnittstelle des Routers konfigurieren. Das heißt, der Client wird dann einen Broadcast machen.
Dieser wird es dann hören, dieser Relay Agent, und per Unicast über von mir aus auch mehrere Router hinweg weiterleiten an den DHCP-Server und dementsprechend den Verkehr abwickeln. Vom anderen Netz aus, zum Beispiel hier oben, müssen wir ihn hier setzen, damit der Verkehr dementsprechend so aussehen würde. Im unteren Netzwerk müssten wir ihn an dieser Stelle setzen, damit der Client eine IP-Adresse bekommen könnte. Dann in diesem Netzwerk müssten wir ihn hier setzen, damit er eine IP-Adresse bekommen könnte. In diesem Netzwerk hier müssten wir gar keinen setzen, weil dieser DHCP Broadcast-Bereich hat ja schon einen DHCP-Server, also ist direkt erreichbar, ist also da nicht notwendig. Aber hier oben ist es noch notwendig und da könnten wir ihn zum Beispiel auf diesem Router, auf dieser Schnittstelle setzen, damit die Kommunikation so möglich wäre. Wir könnten den DHCP Relay Agent in diesem Beispiel, in diesem Netz, aber auch hier oben setzen. Auch hier wäre es möglich, diesen zu konfigurieren. Dann würde einfach der Client den Broadcast absetzen, auch diese Schnittstelle würde ihn hören und diese Schnittstelle würde es dann per Unicast an den DHCP-Server weiterleiten. Spielt eigentlich keine Rolle, wäre natürlich sinnvoller an diesem Punkt, weil es dann direkt über zwei Router geht und so gänge es über 1, 2, 3 Router. Also ist hier sicher der bessere Ort, aber auch so wäre das Ganze technisch lösbar. Gut, schauen wir uns als nächstes die Fehlertoleranzmöglichkeiten für DHCP ein bisschen genauer an. Und zwar, grundsätzlich könnten wir den DHCP-Server oder zwei DHCP-Server in einem Cluster zusammenfassen und somit einen Cluster installieren. Vorteil wäre, wir hätten die beste Fehlertoleranz, die möglich wäre. Sprich, wenn ein DHCP-Server ausfällt, übernimmt der andere ziemlich nahtlos. Sprich, ziemlich nahtlos, der Dienst muss erst noch gestoppt werden und auf dem anderen gestartet. Also es gibt immer einen kleinen Ausfall in der Regel. Contra kostet natürlich ein bisschen Geld. Ich brauche immerhin zwei Enterprise Edition Server 2003, was ein bisschen teurer ist als die Standard Edition. Zweite Möglichkeit ist, ich installiere einfach zwei DHCP-Server. Sprich, es bietet mir immer noch sehr gute Fehlertoleranz. Nicht die beste, aber immer noch sehr gute. Contra, Nachteil, die Bereiche dürfen nicht überlappend sein. Wenn sie überlappend wären, dann würden vielleicht zwei DHCP-Server dieselbe Adresse vergeben und somit käme es zu einem Adresskonflikt und dient zur Überbrückung, bis das Problem behoben ist. Also man kann nicht irgendwie, wenn es nicht überlappend sein darf, doppelt so viele IP-Adressen plötzlich freischaufeln in der Regel, wenn die Bereiche eingekauft wurden oder gemietet wurden und somit müssen wir da ziemlich schnell das Problem dennoch beheben, aber haben eine gewisse Karenzzeit, in welche wir da die Problematik uns analysieren und beheben können. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Cluster aussieht. Wir haben wiederum einen DHCP-Client. Wir haben über einen Switch mit unten einen DHCP-Server im Cluster, sprich zwei Server. Wir haben auf diesem Server einen Bereich von 100 bis 199. Und wenn ein Client jetzt einen Discover macht, erhält er natürlich ein Offer. Wenn jetzt dieser Server, der eine von beiden Servern, tauchen würde, also sprich nicht mehr zur Verfügung stehen würde, nicht mehr funktionstüchtig wäre, würde weiterhin dennoch ein DHCP-Offer erstellt werden, da der andere Server automatisch übernimmt. Das heißt, beide Server verwalten eine Datenbank vom DHCP, sprich einen Bereich. Im Beispiel von einem Subnetz, wie wir das auch ohne Cluster erreichen könnten, stellen wir im gleichen Subnetz einfach zwei DHCP-Server auf. Der eine mit der statischen Adresse 1.10 und der andere mit 1.11 konfiguriert. Sprich, wir teilen das Ganze auf nach der Faustregel, dass wir beiden DHCP-Servern genau 50% des entsprechenden Bereiches zur Verfügung stellen. Es darf ja nicht überlappend sein. Das heißt, auf dem ersten DHCP-Server konfigurieren wir zum Beispiel 100 bis 149 und auf dem zweiten 150 bis 199. Das heißt, wenn ein DHCP-Client einen Discover macht, werden ihm beide DHCP-Server einen DHCP-Offer anbieten, ein Angebot unterbreiten. Wenn nun jetzt aber ein DHCP-Server nicht mehr zur Verfügung stehen würde, würde dennoch ein Offer erstellt werden, aber nur noch von einem DHCP-Server. Und das sollte eigentlich genügen, weil er nicht alle Clients gleichzeitig eine Lease-Verlängerung oder eine Lease-Erneuerung machen würden. Das heißt, wir haben eine gewisse Lease-Dauer und
Es ist nicht so, dass irgendwie, wenn der Server ausfällt, auch gleich alle Clients gleichzeitig den Fließablauf erreicht haben und somit irgendwie eine IP-Adresse wieder erneut anfordern vom DHCP-Server. Wie sieht das Ganze aus in mehreren Subnets? Mal angenommen, wir haben hier zwei Subnets. Dann stellen wir halt pro Subnetz einen DHCP-Server auf, konfiguriert mit statischen Adressen aus dem jeweiligen Bereich. Wir haben in beiden Subnets auch DHCP-Clients. Wir haben hier eine Faustregel von ca. 70-80% der Adressen des lokalen Subnets, welche hier konfiguriert werden, sowie aber auch 20-30% des anderen Subnets, welche hier konfiguriert werden auf diesem DHCP-Server mit 1.10. Genau das Umgekehrte passiert hier auf dem DHCP-Server 2.10. Da haben wir 70-80% von diesem Netzwerk plus 20-30% auf diesem Server von diesem Netzwerk auf der anderen Seite. Das heißt, wenn der DHCP-Client dementsprechend ein Discover macht, haben wir hier 100 bis 169, sprich von diesem Netz 70% und 30%, sprich 170 bis 199 vom anderen Netz. Auf dem anderen DHCP-Server haben wir 170 bis 199, sprich die 20 bis 30% von diesem Netz, plus 200 bis 269 von diesem Netz, die 70%. Wir haben dann auf beiden Seiten des Routers einen Relay-Agent konfiguriert, also einen Relay-Agent, welcher auf beide Schnittstellen hört. Und wenn jetzt ein Client einen DHCP-Discover ausführt, dann hört das natürlich primär mal der DHCP-Server in seinem eigenen Subnetz und kann ihn dementsprechend einen Lease erstellen. Natürlich hört das auch der Relay-Agent, er wird ihm auch ein Offer erstellen, aber da dieser standardmäßig eine Zeitverzögerung von 4 Sekunden eingebaut hat, die Zeit seit letztem Neustart nennt sich diese Option, sehen wir uns gleich noch einmal an. Dementsprechend wird dieser mit einer 4-sekündigen Zeitverzögerung von anderen DHCP-Server eine Adresse beziehen, ein Angebot beziehen und somit als zweiter antworten in der Regel. Das heißt, der DHCP-Server vom gleichen Subnetz wird in der Regel als erster antworten und somit wird der Client auch das erste Angebot am ehesten annehmen. Sprich, das DHCP-Offer vom lokalen DHCP-Server. Schauen wir uns mal die Konfiguration des DHCP Relay Agents ein bisschen genauer an. Der DHCP Relay Agent wird, wenn man den Windows Server 2003 als Router konfiguriert, in der Verwaltung Routing und RAS konfiguriert. Wenn wir diesen Routing und RAS-Dienst einrichten, wir werden das in einem separaten Modul genauer behandeln, konfiguriere und aktiviere ich ihn mal. Komme wiederum ein Assistent, klicke ich mal ziemlich elegant durch, benutzerdefinierte Konfiguration. Für LAN-Routing fertigstellen. Dann wird mir der Dienst gestartet und mal die Grundkonfiguration erstellt. Ich kürze das mal kurz ein bisschen ab. So, na, der Dienst wird gestartet. So, na, here we go. Da können wir mal die Konsole aufklappen auf dem London. Sehen dann hier IP-Routing und können hier unter IP-Routing den DHCP Relay Agent hinzufügen als Dienst. Und da das Ganze ja unter IP-Routing kommt, müssen wir natürlich nicht hier auf rechte Maustaste klicken. Sehr logisch, oder? Obwohl wir es eigentlich hier sollten, sondern auf allgemein rechte Maustaste. Dann sagen wir neues Routing-Protokoll, obwohl das eigentlich nicht wirklich ein Routing-Protokoll ist. Und sagen hier DHCP Relay Agent. Also kurz und gut zusammengefasst, ein ziemlich logischer Konfigurationsschritt. Okay, da wird natürlich das Ganze nicht unter Allgemein dargestellt, sondern unter IP-Routing haben wir jetzt unterst den Relay-Agent. Wir haben gesagt, wir müssen zwei Dinge konfigurieren, nämlich auf welcher Schnittstelle hört er und wohin leitet er die Anfragen weiter. Auf welcher Schnittstelle können wir definieren mit rechter Maustaste neue Schnittstelle. Da sagen wir, okay, er soll mal auf intern hören. Und da haben wir den Neustart-Schwellenwert 4 Sekunden, das heißt die 4-sekündige Verzögerung. 4 heißt hier oben Abschnittszähler, dass es nicht mehr als 4 BootP-fähige Router hinweg gehen kann, damit es dennoch weitergeleitet wird. Dass wir dann nicht irgendwelche Leichenpakete dennoch weiterleiten. Also es darf nicht über mehr als 4 Router schon gekommen sein, damit wir das noch weiterleiten würden. Okay. Jetzt hört er mal auf diese Schnittstelle und leitet weiter. An wen leitet er weiter? An den DHCP-Server, den wir auf Eigenschaften vom Relay-Agent konfigurieren.
Und zwar können wir diesen hier mit der IP-Adresse angeben, zum Beispiel den 2200 hinzufügen. Könnt ihr auch mehrere angeben. Auf diese DHCP-Server würde dieser Broadcast, dieser Discover, respektive die Request etc. weitergeleitet werden. Per Unicast. Weil der Router hat eine statische Adresse, sowie auch der DHCP-Server hat eine statische Adresse. Okay. Gut, wie gesagt, Routing und RAS, separates Modul, können wir uns dann genauer anschauen. Gehen wir noch zu den Multicast-Bereichen. Für was sind diese Multicast-Bereiche gut? Grundsätzlich können wir diese auf einem Windows Server 2003 oder auch Windows 2000 Server im DHCP-Dienst einrichten. Dieser Dienst vergibt dann IP-Adressen aus dem Multicast-Bereich, sprich der Klasse D, welche von 224.0.0 bis 239.3x255 geht. Es müssen aber Clients natürlich oder eine Client-Software zur Verfügung stehen, damit die Clients diese Adressen auch beziehen können. Wir können das Ganze also zwar serverseitig konfigurieren, aber clientseitig werden wir da nichts Großartiges spüren, weil diese keine Adresse automatisch beziehen aus dem Multicast-Bereich, sondern nur eine normale Unicast-IP-Adresse. Es sei denn, wir haben eine Applikation installiert, wie zum Beispiel eine Videoconferencing-Anwendung, welche diese Multicast-Bereiche auch unterstützen würde. Wir können also einen Multicast-Bereich einrichten, indem wir hier auf DHCP klicken, gehen hier auf London, rechte Maustaste und sagen hier, wir möchten gerne einen neuen Multicast-Bereich erstellen. Willkommen, okay, weiter. Wir geben diesen einen Namen, Videoconferencing zum Beispiel, weiter. Sagen dann von wo bis wo wiederum dieser Bereich gehen soll, zum Beispiel 224.0.0.100 bis 224.0.0.200. Time to live, sprich die Anzahl der Router, welche dieses Paket überbrücken darf, bis zu 32 Router in dem Fall. Jeder Router zieht ja diese Zeit ab, diese Sekundenzahl ab, welche er für die Verarbeitung des Paketes benötigt. Das war früher relevant, weil es da teilweise mehrere Sekunden ging, bis ein Paket verarbeitet werden konnte durch einen Router. Heutzutage machen das Router in wenigen Millisekunden, dementsprechend wird aber der Mindestwert eine Sekunde abgezogen, dass man heute sagen kann, die Anzahl der Router ist eigentlich der Sekundenwert, den wir hier haben, also sprich hier 32 Router. Weiter, könnten wiederum Ausschlussbereiche hinzufügen, möchten wir jetzt aber nicht. Weiter, Leasedauer standardmäßig 30 Tage, könnten wir auch dementsprechend umkonfigurieren, je nach Bedarf. Weiter, aktivieren oder nicht aktivieren. Aktivieren wir mal, sonst könnten wir das mit dem Kontextmenü auch im Anschluss machen. Fertigstellen. Das war's schon, es gibt keine Optionen hierfür. Wir sehen darunter auch viel weniger Informationen, nur Adresspool und Adressleases. Und das war's dann auch schon. Sprich, jetzt würde ich eine kleinseitige Software benötigen, die diese Multicast-Bereiche auch empfangen könnte oder eine Adresse aus einem Multicast-Bereich anfordern könnte. Okay, schauen wir uns als letztes noch die Wartung einer DHCP-Datenbank ein bisschen genauer an. Und zwar, bei der Wartung einer DHCP-Datenbank können wir zuerst einmal die DHCP-Datenbank komprimieren, was wir tunlichst in einem gewissen Zeitabschnitt, wenn viel auf dieser DHCP-Datenbank läuft, veranlassen sollten. Hierzu gehen wir in das Kommandoprompt, wechseln in das Verzeichnis, Windows, wenn man es richtig schreiben könnte, Sola, System 32 DHCP und werden hier drin eine DHCP-MDB-Datei vorfinden. Diese DHCP-MDB können wir komprimieren mit dem Befehl Jetpack, Abstand, Namen der Datenbankdatei, Abstand, Namen einer temporären Datei. Das heißt, wir können hier Jetpack ausführen auf dhcp.mdb, zum Beispiel mit dem temporären File dhcp-temp.mdb. Wir werden aber feststellen, dass dieses mit einer ziemlich wüsten Fehlermeldung fehlschlagen wird. Weshalb schlägt es fehl? Weil der Dienst natürlich momentan noch läuft. Das heißt, auf unserem System ist noch die DHCP-Datenbank geöffnet und somit kann das nicht funktionieren. Somit müssen wir die DHCP-Datenbank erstmal
befreien, das heißt den Dienst beenden und anschließend neu starten, damit die DHCP-Datenbank anschließend auch entsprechend geöffnet werden kann. Hier sehen wir die Fehlermeldung. Das können wir machen über Dienste, über die Konsole, rechte Maustaste, alle Tasks beenden oder natürlich auch, indem wir hier ganz einfach sagen, net stop DHCP Server, sonst wird der DHCP Client-Dienst beenden, wenn Sie nur DHCP eintippen würden. Und anschließend den Jetpack erneut ausführen. Und zu guter Letzt dann anschließend Netstart DHCP Server den Dienst wieder neu starten. Was er gemacht hat, ist, er hat die DHCP MDB Temp, also die DHCP Temp MDB erstellt als leere Datenbankdatei, hat die DHCP MDB geöffnet, ist Datensatz für Datensatz durchgegangen. Wenn etwas drin gestanden ist, hat das kopiert in die Temp MDB. Wenn nichts drin gestanden ist, hat das nicht mitkopiert. Und somit am Schluss, wenn er durch war mit der DHCP MDB, wurde die DHCP MDB gelöscht und die DHCP Temp MDB umbenannt ins Original DHCP.MDB. Und somit haben wir eine Datenbank wieder, die nur Einträge beinhaltet, die auch etwas beinhalten und nicht irgendwelche Platzhalter-Datensätze, wie es bei Access so üblich ist. Okay, das heißt, wenn wir das Ganze auch sicher und wiederherstellen möchten, müssen wir eigentlich dieses ganze Verzeichnis, das DHCP-Verzeichnis, sichern mit der normalen Bandsicherung oder mit dem Windows Server 2003 Sicherungsprogramm. Anschließend auf einem anderen Server zum Beispiel wiederherstellen, ins Windows System 32 DHCP-Verzeichnis und anschließend die Bereiche abstimmen. Das heißt, somit wird überprüft, welche Releases sind draußen, ist es auch noch aktuell, stimmt das mit der Datenbank überein. Das kann ich veranlassen pro Bereich, indem ich auf Bereich klicke und sage abstimmen oder auch auf dem ganzen Server, indem ich hier sage, alle Bereiche bitte abstimmen. Somit ist sichergestellt, dass alle Bereiche wieder mit den aktuellen Lease-Informationen gefüllt sind. Gut, dann haben wir noch ein paar weitere Optionen. Gehen wir hierzu mal in die Eigenschaften von unserem DHCP-Server. Hier sehen wir unter anderem mal noch ein paar Protokollierungsoptionen, wie die Statistik protokolliert wird, wann die automatisch aktualisiert werden soll zum Beispiel. Die könnte ich ja wiederum hier mit rechter Maustaste dann auch dementsprechend aufrufen mit Statistik anzeigen. Könnte ich auch hier manuell aktualisieren. Des Weiteren haben wir eine Registerkarte DNS, die ist sehr wichtig. Da kann ich definieren, ob der DHCP-Server überhaupt den DNS-Dienst updaten soll, sprich die Einträge im DNS mit Dynamic Update überhaupt aktualisieren soll, respektive dem Client mitteilen soll, dass dieser diese Einträge entsprechend aktualisiert. Das heißt, wenn diese Option gesetzt ist, was auch standardmäßig drin ist, werden die DNS-A und PTR-Records, die Adress-, die Host-Einträge und Zeiger-Einträge, wenn der DHCP-Client dies anfordert, wird das Ganze dynamisch aktualisiert. Oder ich kann auch sagen, okay, egal was der Client sagt, mach es bitte immer. Dementsprechend kann ich auch sagen, okay, bitte die Host- und Zeiger-Einträge beim Löschen der Lease verwerfen, dass sie nicht einfach in der DNS-Datenbank drin bleiben. Und wenn ich jetzt noch Clients habe, die Pre-Windows 2000 sind, sprich Betriebssysteme wie 95, 98 oder NT4 ausführen, kann ich mit dieser Option, welche standardmäßig nicht aktiviert ist, definieren, dass der DHCP-Server im Namen des Clients diese Updates vornehmen wird. Also sehr wichtige Option, falls ich da noch alte Clients im Netzwerk haben sollte. Dann habe ich noch die Registerkarte erweitert, da hat es auch noch eine ganz nette Option, sprich die Anzahl der Konflikterkennungsversuche, standardmäßig auf 0 gesetzt. Wenn ich diese Zahl erhöhe, wird der DHCP-Server, bevor er einen Lease vergibt, erstmal noch kurz nach dieser Anzahl mal schauen, ob es diese Adresse nicht schon gibt im Netzwerk. Das heißt, wenn diese Adresse vielleicht durch einen anderen Client schon besetzt wäre, würde er bei 3 dreimal nachschauen, ob diese Adresse nicht wirklich schon vergeben ist. Und nur wenn dieses dreimal positiv als Rückantwort ergibt, dass es noch nicht vergeben ist, dann wird er dem Client diese Adresse zuweisen, vorher nicht. Zudem haben wir hier den Protokolldateienpfad, DHCP, Datenbankpfad, der DHCP-MDB ist ja auch in diesem Pfad, und der Sicherungspfad, das Backup-Verzeichnis unter DHCP, wo das Ganze auch noch zu liegen kommt
und auch drin gesichert wird. Wenn wir dann mal kurz noch in die Active Directory Benutzer- und Computerkonsole gehen, werden wir feststellen, dass es da unter dem Users Container noch zwei spezielle Gruppen gibt, nämlich DHCP-Administratoren und DHCP-Benutzer. DHCP-Benutzer können DHCP-Serverinformationen lesen, aber nur lesen und nicht administrieren. Und die Gruppe der DHCP-Administratoren sind auch in der Lage, dementsprechend die DHCP-Optionen zu bearbeiten. Das heißt, es muss nicht immer der Administrator sein. Man kann jemanden, der den DHCP-Serverdienst administriert, auch ganz einfach den DHCP-Administratoren zuweisen, dieser Gruppe zuweisen. Das heißt, diese Person hat dann nur die notwendigen Berechtigungen, die auch für die Konfiguration des DHCP-Dienstes wirklich benötigt werden. Dann haben wir hier noch den DNS Update Proxy. Hier müssen alle DHCP-Server, welche im Namen der Clients irgendwelche Dynamic Updates vornehmen beim DNS-Server, Mitglied sein davon. Das heißt, ein DNS-Proxy, Update-Proxy heißt, ein DHCP-Server, welcher Mitglied ist von dieser Gruppe, hat die Möglichkeit, im Namen des Clients den DNS-Server anzusprechen und zu sagen, hey, ich möchte nicht selbst mich aktualisieren im DNS-Dienst, ich möchte nicht selbst einen Host-Eintrag für mich selbst erstellen, aber ich hätte da einen Client, der kann das noch nicht selbst. Und in dessen Namen würde ich jetzt gerne diesen Host-Eintrag updaten, sprich aktualisieren. Also unbedingt, wenn Sie noch diese Option angekreuzt hätten, von wegen Pre-Windows 2000 Clients, dann durch den DHCP-Server, wenn die konfiguriert werden sollen, wenn die aktualisiert werden sollen, dann unbedingt auch den DHCP-Server als Mitglied der Gruppe DNS Update Proxy konfigurieren. Okay. Wir haben uns in dieser Präsentation angeschaut, wie DHCP in einem Netzwerk überhaupt funktioniert, wie ein DHCP-Dienst installiert und konfiguriert, respektive autorisiert wird. Wir haben einen Bereich erstellt. Wir haben Bereichsgruppierungen gemacht mit mehreren Bereichen. Wir haben IP-Adressen reserviert, Klassenoptionen, sprich Benutzer- und Herstellerklassen, uns genau unter die Lupe genommen und auch Benutzerklassen hinzugefügt. Haben Szenarien angeschaut, wie DHCP in einer gerouteten Umgebung funktioniert. Die Fehlertoleranz für DHCP genauer unter die Lupe genommen, sprich mit Cluster oder auch mit mehreren DHCP-Servern. Multicast-Bereiche erstellt, serverseitig. Clientseitig benötigen wir da die notwendigen Client-Anwendungen dafür. Und wir haben die DHCP-Datenbank gewartet, respektive die weiteren Eigenschaften einer DHCP-Konfiguration angeschaut. Besten Dank für Ihr Zuhören. Bis zum nächsten Modul.